Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video. Und diesmal ein ganz besonderes Video für mich, ja, denn ihr habt zum Titel wahrscheinlich so schon gesehen, es dreht sich alles um Patreon. Ja, und ich möchte euch hier ein Update geben, was ich mit dem Patreon-Geld jetzt sozusagen gemacht habe. Wie viele von euch wissen, habe ich ja Patreon jetzt schon länger aktiv. Ich glaube, das sind so circa 3 Jahre, müsste das jetzt sein, oder ein bisschen länger. Und ich habe von diesem Patreon-Geld, das ich da bekomme, noch nie einen Cent benutzt. Ja, ich habe mir damals einen neuen PC gekauft, den ich auch aus eigener Tasche bezahlt habe. Dachte mir, da nehme ich was von Patreon mit, da habe ich aber nichts abgehoben. Das heißt, das Geld hat sich lange angespart und jetzt war es endlich soweit und ich habe mir jetzt neues Equipment gekauft und ich bin mega happy damit. Ja. Was ich gekauft habe, werde ich euch natürlich zeigen und ihr werdet es auch in den Videos natürlich bald sehen. Eines davon gibt es ja schon, wenn ihr seht, das letzte Video, das ich hochgeladen habe, die letzte Spielerklärung mit Fazit, da war das neue Equipment schon im Einsatz. Ja, nur Belichtung muss ich da noch anpassen. Aber ansonsten, das war sozusagen der erste Test, den ich mit dem Equipment schon mal gemacht habe. Ja, und nochmal recht herzlichen Dank für eure Unterstützung, für die treuen Patreons, die ich schon jahrelang habe und für diejenigen, die auch dabei waren, jetzt nicht mehr dabei sind, muss ich nochmal dazu sagen, ich habe aktuell nicht die Möglichkeit, irgendwelchen Zusatzcontent für meine Patreon-User oder meine Patreon-Unterstützer zu bieten. Leider, ja, würde ich gerne mal machen, auch als kleines Dankeschön, aber ich finde es cool, dass ihr mit eurem Geld dazu beiträgt, dass der Kanal sich verbessern kann und das ist nicht selbstverständlich, ja, wenn man da mit eigenem Privatgeld da immer andere Leute unterstützt. Und jetzt war es endlich soweit und jetzt seht ihr mal, was mit dem Geld, das ich jetzt, wie gesagt, über diese Jahre angespart habe, da gekauft habe. Und ja, wie gesagt, herzlichen Dank nochmal, das freut mich echt toll und vor allem ich bin happy, dass das Equipment so gut zusammenpasst. Ja, wie viele von euch wissen, Kamera ist ein großes Thema, obwohl, ja, die Bildqualität war eh so schon nicht schlecht, aber das war eine Kamera, die ist auch schon lang, also sie ist schon sehr, sehr alt und vor allem war es eine Panasonic-Kamera und da konnte ich das nicht einstellen, von Werk aus war das da vorgestellt, dass alle 28 Minuten Autocut kam und das war dann beim Videoschnitt total nervig, weil dann fehlte immer so eine Sekunde und dadurch passte auf die Tonspur nicht, musste da herum experimentieren und so, das war wirklich, also wirklich blöd. Ja, das war schon mal der größte Verbesserung und ich bin auf ein Modell umgestiegen, das jetzt wirklich am aktuellen Stand ist, das auch eine KI hat und einen mega tollen Autofokus und zwar ist hier die Rede von der neuen Sony Alpha 6700. Ja, das ist eine Systemkamera und die spielt wirklich alle Spirenzchen. Ja, also ich werde jetzt nicht alles aufzählen, bin auch noch nicht ganz der Profi natürlich mit dem Gerät, aber die hat auch eine KI integriert. Das heißt, ich sage mal so, auch für dumme Nutzer macht das Ding tolle Bilder. Ja, mit dumm meint man einfach nur, du hast so viele Profi-Einstellungen, die du da machen kannst. Das blickst du als, ja, sage ich jetzt mal, Amateurfilmer noch lange nicht durch, was du da alles mit der Kamera tun kannst. Ja. Aber Fakt ist, die Bilder sind der Hammer, was sie macht. Ja, mit den Einstellungen muss ich noch ein bisschen herumexperimentieren. Vor allem sie filmt durch, wird dabei zwar sehr warm, aber ist eine mega, mega tolle Kamera. Und die hat eine Stange Geld gekostet. Also wirklich, könnt ihr natürlich nachschauen beim Preis, was das Ding kostet. Das war sozusagen der Löwenanteil von diesem ganzen Geld. Und bis jetzt, mit den Sachen, die ich probiert habe, bin ich mega zufrieden. Und ja, ist eine tolle Cam. Die zweite Anschaffung, ihr seht es schon, ist auf der Cam schon drauf montiert. Das ist eine neue Funkstrecke. Die war auch teuer. Ja, das ist eine Funkstrecke von Comica. Zeige ich euch die Packung noch dazu. Das war dann, war die hier. Eine Funkstrecke von Comica für 2 Personen. Und auch geil, ja, ich hatte bei der alten Kamera ein Verlängerungskabel, das ich angeschlossen habe an die Kamera, wenn ich die Regelerklärungen gemacht habe. Und es war halt mega nervig. A, spürst du das irgendwie baumeln und B, manchmal wurde schon ein bisschen die Qualität der Sprachausgabe kritisiert, weil es ein bisschen rau war oder ein bisschen grisselt. Und da hatte ich zwar ein Rode-Mikrofon dran, aber es mit dem Verlängerungskabel war einfach wirklich total nervig.
und hat mich auch ein bisschen gestört. Ja, und darum jetzt eben eine teure Funkstrecke und ich bin mega zufrieden mit der. Ihr könnt es auch sehen bei der letzten Regelerklärung, die ich gemacht habe. Da war die schon im Einsatz und könnt mir dann auch natürlich ein Feedback geben, wie es euch gefallen hat. Also Twilight Struggle habe ich da erklärt. Das war das letzte Video von mir. Da war das neue Equipment im Einsatz. Ja, und die Funkstrecke ist super. Also auch für zwei Personen geil, wenn ich mal jemanden da habe. Einfach anstecken. Das Ganze sieht dann so aus. Ja. Also ja, klassisches Ding mit Mikrofon durch das Leibchen geführt und dann hast du ein Funkmikrofon. Das ist echt toll. Also teure Investition, aber mega super. Ja, kann ich nur empfehlen. Zur Kamera gab es natürlich noch eine Tasche. Ja, war ein 20 € Ding. Musst natürlich haben bei so einer teuren Kamera. Definitiv. So, dann zur Kamera dazu brauchst du natürlich noch einen Ersatzakku. Der war jetzt vom Baxter. Dazu mit dem Baxter Ladegerät. Auch tolles Equipment. Hab den Akku schon getestet. Ladegerät auch. Mit Displayanzeige, mit Ladestatus. Ja, da machst echt nichts falsch damit. Dann natürlich gab es noch eine Speicherkarte. Die Schachtel habe ich jetzt nicht mehr da. Bei den Speicherkarten ist es wirklich schwierig. Da muss man aufpassen, was man nimmt. Der hat jetzt einen Wert von 60. Das ist so eine kleine Schrift. Das heißt, die kann auch schnell belesen und ausgelesen werden. Die Kamera selber schafft ja 4K. Aber ich habe es schon mal getestet, 4K, die Dateien dafür sind enorm groß. Ja. Also alleine wenn du schon mit 50 Hertz das Ganze filmst, ich glaube 50 Hertz war das damals, ist die Datei schon größer als normal. Aber wenn du jetzt 4K-Videos aufnimmst, die Daten, die sind einfach Wahnsinn. Ja. Also vielleicht mal so ein 5-Minuten-Video hochladen, damit ihr das mal seht, wie das ist heftig, aber das. Die Qualität ist genial. Ja, also auch eine ausreichende Speicherkarte dazu braucht man natürlich. Die hat auch, ich glaube, so circa 50 € gekostet. Die sind nicht billig oder 60 € war das. Und ja, verschlingt natürlich auch wieder Kohle. Dann, ihr seht hier noch, die Packung von der Funkstrecke natürlich kommt in einem schönen Case daher. Finde ich auch nice. Da ja, kann man alles schön verstauen. Wirklich toll. Dann gab es noch eine neue Webcam und zwar die C29 Pro. Die habe ich schon mal, habt ihr auch bei meinen Livestreams gesehen. Das ist die Top-Kamera und die kostete früher 120 € und war jetzt bei Big A auf Amazon. Amazon, Big A auf Amazon. Jetzt habe ich es natürlich verraten. Egal. Gab es natürlich bei Amazon jetzt ein Angebot für circa 60 € und das ist wirklich eine Top-Kamera. Webcam kann ich absolut empfehlen und ich habe mir gedacht, dann nehme ich gleich eine zweite mit, weil meine Facecam, das waren so ein 20 € Teil, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, dass die Qualität echt nicht gut und ja, jetzt habe ich halt zwei bzw. drei Webcams für den Stream. Finde ich toll, ja, wieder so eine Qualitätsverbesserung. Ich werde auch wieder Livestreams machen, ganz klar natürlich. Tolles Ding für 60 € konnte ich da nicht nein sagen. Eine zweite C29. Super. Ja, dann gab es noch ein Upgrade, das für mich körperlich gut ist. Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich meine Kamera nicht zerstöre. Ach, das ist sowieso, das ist ja sowieso ein Clips, also keine Sorge. Nein, ein körperliches Upgrade. Warum? Ich hatte ewig lange schon einen Bürosessel, der schon ausgemustert wurde damals. Bei meinem Schreibtisch stehen, da brauchte ich schon Polster und dazu ist wirklich ein uraltes Ding. Ich denke, mindestens schon 15 Jahre alt. Ich weiß, das ist schlecht und Schande im Endeffekt, dass man sowas noch benutzt. Der war wirklich schlecht. Und ja, ich sitze eigentlich nur vorm PC, meistens, wenn ich mir einen Film angucke oder eben viel Videos schneide. Und irgendwie habe ich da immer gespart, weil das Ganze kostet ja auch Kohle, ne? Und ich habe mir gedacht, den leiste ich mir jetzt auch noch. Also gab es für mich noch einen neuen PC-Stuhl bzw. Bürostuhl dazu, der ergonomisch wirklich top ist. Und ich finde den mega gut. Ja, dass der jetzt, den habe ich jetzt neben mir. Das ist dieser Freund. Ja. Ah, die Marke kann ich gerade nicht sagen, aber das ist mein neuer Sessel. Da kann ich euch zeigen, was ich da investiert habe. Der ist super. Ging sich da auch noch aus. War auch vergünstigt, ich glaube, gab es um 180 € oder so oder 140 € von 200, irgend sowas. Also
auch ein neuer Sessel und der ist wirklich eine starke Verbesserung. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ausmacht für den Rücken und alles. Klar, ich meine sicher, aber das war lange fällig, also auch ein neuer Stuhl ist mit dabei. So, und dann gab es auch noch ein Spiel. Ich habe ja damals gesagt, Patreon ist ja nicht nur Equipment Upgrade, natürlich vorrangig, ja, weil das Ganze ist ja wirklich teuer. Aber auch Spiele will ich davon kaufen. Und das habe ich noch nicht gemacht, aber ich denke, ich habe eine gute Investition getätigt. Ich hatte noch Geld über, habe das zur Hälfte in ein Spiel gesteckt und die andere Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte, dann von eigener Tasche natürlich noch bezahlt. Und das habe ich letztes Mal schon im Wochenrecap angekündigt. Und zwar das Spiel ist Townsfolk Tassel. Ja, Gott sei Dank habe ich da warten können auf den zweiten Print. Damals hat mich das vom Thema her nicht so abgeholt. Jetzt, wo ich die ganzen Previews und Reviews gesehen habe, bin ich da doch angefixt von dem Spiel. Und auch artwork-technisch gefällt es mir mittlerweile auch sehr cool, finde ich. Also das Setting ist schon irgendwie einzigartig. Und ja, Townsfolk Tassel. Warum habe ich dann dieses Spiel gewählt? Ich habe auch Kingdom Death Monster. A, weil es schneller gespielt ist. Ja. Und B, schneller aufgebaut. Also alles in allem ein Boss-Battler, der nicht so episch daherkommt, aber trotzdem coole Kämpfe bieten kann. Und der zweite Punkt ist der, es soll ja auch dazu dienen, die Leute eine Kaufempfehlung zu geben. Ja. Und das ist der Sinn dahinter, weil dieses Spiel bei Frosted Games rauskommt. Also Frosted Games bringt Townsfolk Tassel auf Deutsch. Ich habe es jetzt auf Englisch bestellt und darum kann ich euch meine Meinung über das Spiel völlig unbefangen sagen. Und es ist auch wichtig, weil es ist ein tolles Spiel und es ist nicht billig. Ja, also dieser All-in-Late-Pledge, glaube ich, war so bei circa $270 oder so. Mit Lieferkosten und so kommst du schon mal auf 300 Euro rauf. Und ich glaube, dass es da schon wichtig ist, auch eine Meinung dafür abzugeben, damit ihr wisst, was ihr kauft, ja, ob euch das gefallen könnte oder nicht und was ich davon halte. Ja, also ich denke, das ist so eine schöne kleine Win-Win-Situation. Natürlich sind da Spiele, die sind nicht jedermanns Sache, aber ich denke, dass ich das Patreon-Geld da schon sehr gut investiert habe, weil, wie gesagt, das für andere Leute auch eine größere Investition ist, so ein Spiel. Und ich glaube, dass ich da eine gute, unbefangene Meinung abgeben kann. Ja, das heißt, auch Townsfolk Tassel, ein schönes Spiel ging sich damit aus. Und ja, freut euch auf die neuen Videos, die ich mit dem neuen Equipment machen kann. Ich hoffe, dass ihr den Unterschied bemerkt. Vor allem soundtechnisch bei den Regelerklärungen dürfte es jetzt viel, viel besser sein. Ich habe mich schon erwischt, dass ich jetzt das letzte Video gemacht habe ohne dieses Desktop-Mikrofon und gleich mit der Funkstrecke dran, weil es einfach viel gemütlicher ist. Obwohl die Qualität dieses Blue Yetis hier schon absolut top ist, wie ihr das hören könnt. Aber manchmal hast du einfach keinen Bock, eine extra Soundspur aufzunehmen und das dann noch anzupassen. Und ich glaube, da ist die Funkstrecke auch eine Alternative. Also gebt mir da gern mal Feedback, schaut mal rein in die Regelerklärung von Twilight Struggle. Kommt bald wieder was Neues hoch. Wie euch da der Sound oder die Soundqualität der Stimme gefällt, dann kann ich ab und zu auch mal mit der Funkstrecke einen Wochenrecap vielleicht machen oder so. Ja. So viel dazu. Was habe ich dann später noch geplant mit dem Geld? Jetzt werde ich wieder einige Monate warten. Klar, also Equipment kannst du nie genug haben. Ich habe bis jetzt immer noch billige Stative. Ja, das heißt, die können recht leicht umfallen, ja, wenn meine Tochter dagegen läuft vielleicht oder so. Sind zwar recht leicht zu transportieren, das ist cool, aber ich habe noch kein Profi-Stativ. Ja, das heißt, die nächste Investition wird wahrscheinlich ein neues Stativ werden, das vielleicht so an die 100, 200 Euro mal rankommt. Ja, kein billiges, sondern wirklich mal was Schönes, Gutes, das da stabil steht. Und ich möchte in Beleuchtung noch ein bisschen investieren. Ja, das habe ich zwar letztes Mal schon gemacht, auch mit Privatgeld natürlich. Ihr seht hier die LEDs, die auch Sonnenlicht simulieren können. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe mir da zwei Stück gekauft von diesen Neuers. Die sind wirklich top. Und das Blöde ist halt, dass die Deckenlampe, die ich habe, für die ich nicht ganz zufrieden bin, für die Videoerklärungen auf den Tisch. Also da ist das Ganze noch, gefällt mir das nicht perfekt. Und wenn du nur diese Scheinwerfer einschaltest, dann hast du einen Schatten drauf und dann habe ich kein Licht mehr für die Karten, die ich von oben vorzeigen kann. Das ist ein bisschen der Nachteil. Das heißt,
Ich werde mir da auch vielleicht so eine kleine Ringleuchte kaufen oder so, die dann von oben noch ein bisschen drauf scheint. Und das muss jetzt nicht unbedingt sofort sein. Klar, ich komme mit der Beleuchtung auch noch klar. Aber das wären vielleicht so die nächsten Investitionen, die ich noch tätigen werde. Eventuell noch vielleicht ein neues externes Mic, falls ich mal mit anderen Leuten treffe auf Messen und so. Ich meine, aktuell kann ich das sowieso nicht machen. Aber da wird vielleicht dann auch noch in späterer Zukunft da vielleicht ein neues externes Mikrofon da noch raufkommen. Ja, ansonsten, ja, wenn ihr noch Vorschläge habt für Upgrades, dann könnt ihr es mir auch natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Aber definitiv aktuell habe ich wirklich gut aufgerüstet und bin mega happy damit. Genau. Was eine geile Verbesserung wäre, das wäre ein Brettspieltisch. Ja, also ich bräuchte unbedingt, ich habe es jetzt im Krankenstand, wo ich länger zu Hause bin, habe ich es echt gemerkt, als YouTuber ist ja so ein Brettspieltisch fast schon Pflicht, ja. Denn ich hatte den Solospieler immer aufgebaut, dann kam ein Freund vorbei oder ich habe mit meiner Frau mal gespielt, musste das ganze Brett dann vom Tisch heben und wieder wegbringen, ohne dass die Marker irgendwie verrutschen. Das war total nervig und schwierig, ja, weil du bist mitten im Spiel, musst das Ganze wieder wegbauen und ja, da wäre so ein Brettspieltisch schon geil, aber die kosten halt wirklich viel Geld. Also das ist halt, das wäre so, ich glaube, das wäre für mich persönlich das wichtigste Upgrade, einen richtigen Brettspieltisch zu haben mit einer angenehmen Größe, wo du die Spiele auch mal liegen lassen kannst, einfach abdecken und dann ein Review zu einem anderen Spiel machen kannst, obwohl du das andere nicht abbaust oder es kommen Freunde zu Besuch, deckst den Tisch ab und kannst was spielen. Also ich glaube, das wäre eine enorme Verbesserung. Ich muss echt sagen, ich hatte das schon mal vor, aber das ist wirklich viel, viel Geld, das man da investiert. Und ja, war einfach nicht möglich. Aber ich habe es gemerkt, jetzt in den letzten Tagen hat mich das echt genervt. Ich habe zweimal ein Solo-Game von meinem Tisch räumen müssen. Ja, das ist halt blöd. Das ist wirklich saublöd. Also das wäre wahrscheinlich das geilste Upgrade für meinen Kanal. Neuer Brettspieltisch. Mal schauen, wie es da in Zukunft läuft und was das da wird. Gibt ja viele namhafte Hersteller. Vielleicht gibt es auch mal eine Kooperation, wenn ich Glück habe. Mal schauen. Wäre auch nice, ja. Aber ansonsten bin ich mega happy mit dem neuen Equipment. Hat mir mega viel gebracht und recht herzlichen Dank nochmal an meine Unterstützer. Ja, das ist alles Geld von euch, das ich da jetzt investiert habe. Und ich hoffe, es gefällt euch, was ich mir dazugelegt habe. Ich bin glücklich. Ich hoffe, ihr werdet auch glücklich und habt Freude an meinen Videos in Zukunft. Und ja, vielen Dank nochmal. Das war's mit dem Patreon-Upgrade-Video. Bald kommt eine neue Regelerklärung zu einem Solospiel hoch. Freut euch darüber. War eine schwierige Operation, sage ich jetzt mal, dieses Spiel. Und wird spannend, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Euer Austin Board Gamer. Ciao.